Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als Hausherr und Geschäftsführer der Siemens Mobility hier in Österreich ist es mir eine große Freude und Ehre, Frau Bundesministerin Leonore Gewessler, Herrn Vorstandsvorsitzenden der Österreichischen Bundesbahnen Andreas Matthee und den CEO unserer Siemens Mobility, Herrn Michael Peter, hier an diesem Standort in Wien-Simmering sehr herzlich begrüßen zu können. Ich denke, die heutige Veranstaltung, die heutige Pressekonferenz markiert durchaus einen Meilenstein in der Geschichte der Eisenbahn hier in Österreich, aber auch darüber hinaus in ganz Europa. Meine sehr geehrten Damen und Herren der Presse, ich bedauere es von Herzen, Sie heute hier nicht begrüßen zu können, Ihnen heute nicht diese Möglichkeit einer unmittelbaren Teilnahme hier vor Ort in unserem Standort ermöglichen zu können aufgrund der Covid-19-Situation und der Rahmenbedingungen, die uns hier in Österreich und in ganz Europa seit einem Jahr in Banne halten. Umso mehr bedanken wir uns für Verständnis für diese Situation und vor allem auch für Interesse an der heutigen Veranstaltung, die Sie sozusagen durch die Teilnahme an der heutigen Livestream-Übertragung bekunden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch ganz kurz nochmal zurückkommen auf mein Eingangsstatement. Wir befinden uns hier an dem Standort in Wien-Simmering durchaus auf historischem Boden. Dieser Standort, der seit rund 25 Jahren zum Siemens-Konzern gehört, kann selber auf eine Geschichte von 190 Jahren zurückblicken und war von Anfang an auch eng mit der Entwicklung der Eisenbahn hier in Österreich verbunden. Seit jeher werden hier an diesem Standort Schienenfahrzeuge für Kunden in Österreich, insbesondere für die österreichischen Bundesbahnen, aber auch darüber hinaus für Kunden in aller Welt, entsprechend gefertigt, auch mit durchaus innovativen Ansätzen, mit innovativer Technologie. Und ich freue mich daher auch stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Standortes, dass wir heute die Gelegenheit haben, gemeinsam mit unserem Schlüsselkunden österreichischen Bundesbahnen einen zusätzlichen Baustein in dieser Entwicklung setzen zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen und darf sozusagen das Wort zurück an den Moderator des heutigen Tages, der heutigen Veranstaltung, Herrn Bernhard Rieder, übergeben. Vielen Dank. Danke, Herr Wolfram. Nochmal herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen heute zu Gast sein dürfen, bei Siemens Mobility hier in Wien-Simmering. Ich freue mich, dass ich heute Sie durch das Programm führen darf. Schade, dass Sie heute nicht dabei sind, aber ich kann Ihnen sagen, es wird nicht lange dauern, bis diese neuen Nightjets auf Schiene sind und wir alle damit quer durch Europa fahren dürfen. Wir werden bald die Möglichkeit haben, neue Städte zu erkunden und wieder Europa neu zu entdecken. Schön, dass Sie heute dabei sind, auch wenn es nur virtuell ist. Alle Kollegen hier vor Ort sind natürlich auf Corona getestet. Ich freue mich jetzt schon zu sehen, was wir hinter dem Vorhang haben und darf zu mir auf die Bühne bitten. Die Frau Bundesministerin Leonore Gewessler, den ÖBB-CEO Andreas Matthee und den CEO von Siemens Mobility, Michael Peter. Frau Minister, meine Herren, schön, dass Sie da sind. Sie sind einer der wichtigsten Protagonisten, die verantwortlich waren, dass wir hier hinten den neuen Nightjet sehen dürfen. Und ich glaube, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen und ich sage einfach, Bühne ab für den neuen Nightjet. Mit Sternen, wunderbar. Na, das ist doch noch was. Thank you.
Frau Ministerin, Sie sind privat, aber auch beruflich sehr viel mit dem Nachtzug unterwegs. Sie haben sicher schon viele verschiedene Zugtypen kennengelernt, auch unterschiedliche Qualitätsmerkmale. Wie ist das jetzt, wenn Sie das erste Mal den neuen Nightjet sehen? Was das kommt für ein Gefühl hier auf? Na, das ist ganz ehrlich gesagt schon ein bisschen ein Gänsehautmoment. Aber sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Journalistinnen und Journalisten, die heute per Livestream dabei sind, ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann, um mit Ihnen das neue Außendesign der neuen Nightjets auch zum allerersten Mal live sehen kann. Das ist ein großartiger Moment für das europäische Nachtzugnetz und natürlich auch für den Klimaschutz. Und ja, ich fahre regelmäßig persönlich mit dem Nachtzug, bin großer Nachtzug-Fan. Ganz egal, ob es nach Brüssel geht oder nach Luxemburg oder wie vor 2 Wochen nach Bregenz. Die Zukunft unserer Mobilität in Europa, gerade im Herzen von Europa, da wird der Nachtzug, da wird der Nightjet eine bedeutende, eine tragende Rolle spielen. Und deswegen ist dieser Termin natürlich für mich persönlich was ganz Besonderes. Aber ich glaube, der ist für viele von uns etwas ganz Besonderes, weil er auch ein bisschen Hoffnung macht. Hoffnung auf eine Zeit nach Corona, Hoffnung auf eine Zeit nach der Krise, wo man wieder reisen kann, wo man vielleicht mit dem Nachtzug über die Brücke nach Venedig reinfahrt und ein paar Tage in Italien sein kann. Und das ist ja der Vorteil am Nightjet, damit klimafreundlich unterwegs ist, komfortabel unterwegs ist und noch komfortabler unterwegs sein wird mit den neuen Garnituren der neuen Nightjet-Generation. Warum ist mir das als Klimaministerin so ein großes Anliegen? Wir haben nach wie vor ein großes Sorgenkind in unserer Klimabilanz, das ist der Verkehr. Und um die Klimakrise wirksam zu bekämpfen, da müssen wir im Bereich der Mobilität, da müssen wir bei der Mobilitätswende ordentliche Schritte nach vorne machen. Und das heißt für mich, in Zukunft muss der öffentliche Verkehr, das Verkehrsmittel der ersten Wahl sein für die Menschen in Österreich, für die Menschen in Europa. Der muss bequem sein, der muss einfach sein, der muss leistbar sein und zwar die bequemste, einfachste und leistbarste Alternative, um mobil zu sein. Und da tun wir in Österreich viel dafür. Wir investieren in Infrastruktur mit einem Rekordbudget für die Infrastruktur in Österreich. Wir investieren ins Angebot mit modernen, mit schönen neuen Zügen und wir investieren auch in ein bequemes, einfaches Ticket, das 123-Ticket und wir investieren in die Nachtzüge als ein Kernstück der Mobilität, denn ich bin überzeugt davon, im Herzen Europas, da wird der Nachtzug die Alternative zum Kurzstreckenflug sein, die klimafreundliche Alternative zum Kurzstreckenflug. Und schon heute hat Österreich hier eine wirkliche Vorreiterrolle in der EU. Wien ist die Stadt mit den meisten Nachtzugverbindungen in der EU. Aber darauf ruhen wir uns nicht aus. Ganz im Gegenteil, wir bauen weiter aus und wir investieren auch weiter. Und deswegen investieren wir in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro zusätzlich in die Nachtzughauptstadt Wien. Wir lassen neue, moderne Nachtzüge bauen. 13 neue Nightjet-Garnituren werden ab 2022 bereits im Einsatz sein, in diesem wunderbaren neuen Design. Weitere 20 sollen folgen für noch besseres Angebot, für noch mehr Komfort für alle Reisenden, aber auch, und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier sein können, mit Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Österreich. Und ich habe gerade vorher gehört, und das ist, finde ich, eine besonders schöne Nachricht in Zeiten wie diesen, Siemens wird im Herbst hier an diesem Standort 35 neue Lehrlinge aufnehmen, also 35 Menschen, für die die Bahn eine wirkliche Zukunftsperspektive bietet. Und ich finde, das ist gerade in Zeiten wie diesen ein wunderschönes Signal, das wir auch gerne unterstützen. Wie gesagt, für mich persönlich ein sehr schöner Moment als Nachtzug-Fan. Ich bin überzeugt davon, wir werden viel mehr davon noch sehen, auch in ganz Europa. Ich freue mich, wenn wir hier in Österreich eine Vorreiterrolle übernehmen können, klimafreundlich und bequem unterwegs sein mit Zügen, die in Österreich, mit Zügen, die in Wien gebaut werden. Das ist eine schöne Botschaft für den heutigen Tag. Herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Ministerin. Herr Matthi, als CEO der ÖBB haben Sie natürlich Bahn als DNA im Blut. Sie kommen ja aus dem Bau,
aber aus der Infrastruktur. Aber wie ist es für Sie, wenn Sie so in einer Werkshalle sehen, wenn Sie sehen, dass die Produkte, die Sie mit vorangetrieben haben, langsam auch Realität werden? Wie fühlt man sich da? Ja, also ich muss sagen, als Eisenbahner geht man bei der Produktion so eines neuen Zuges, noch dazu mit so schönen Sternen, da geht mir ja das Herz auf. Also besser geht es gar nicht. Und was mich noch besonders freut, ist, dass das hier in Wien, in Österreich gebaut wird. Das heißt, österreichische Nachtzüge mit österreichischer Wertschöpfung hier gebaut. Besser geht es fast nicht mehr. Also insofern freue ich mich da natürlich besonders. Und wie wir 2016 begonnen haben, das Nachtzugnetz weiter auszubauen, war uns klar, naja, wir fangen einmal an, wir haben ja von der Deutschen Bahn damals Züge übernommen, dass wir weitere Nachtzüge beschaffen müssen, einfach auch um das Angebot und das Produkt weiter zu verbessern und letztlich damit Investitionen in die Zukunft geben. Und mit diesen neuen Zügen sagen wir letztendlich ein ganz klares Ja zum Produkt des Nachtzuges und ein ganz klares Produkt zum Zukunft des Nachtzuges in ganz Europa. Wir sind aktuell in Europa Marktführer bei den Nachtzügen und mit dieser Investition können wir diese Position weiter ausbauen. Und ich glaube, 4 Jahre nach dem Start der Marke Nightjet können wir durchaus mit Stolz jetzt sagen, ja, der Erfolg gibt uns recht. Ein bisschen Glück muss man auch haben dazu, gehört dazu. Aber ich glaube, es ist eine tatsächlich umweltfreundliche Alternative, über lange Distanzen, über Nacht bequem unterwegs zu sein. Und wir bieten aktuell 19 Nightjet-Linien an und wollen letzten Endes mit dieser Investition bis 2024 auf 26 Linien ausbauen. Und das wollen wir auch nicht ganz alleine machen, sondern wir haben unsere Kollegen in Europa eingeladen, hier in Kooperation mitzugeben. Und es freut uns sehr, dass die Schweizer Bahn, die Deutsche Bahn und die französische Bahn hier im Nightjet-Netz mitarbeiten werden. Wir als ÖBB führen die Marke. Wir sind auch dafür da, dass die Fahrzeuge sozusagen weiterhin entsprechend beschafft werden. Und es ermöglicht uns damit, österreichische Gastfreundschaft durch ganz Europa zu tragen. Und das ist auch etwas, was mir persönlich ganz klar freut. Wir haben sehr, sehr lange darüber auch diskutiert, was wollen wir bei den Nachtzügen anbieten. Und natürlich war klar, dass die Fahrgäste im Mittelpunkt stehen. Aber wir mussten natürlich auch den neuen Qualitätsanforderungen der Fahrgäste hier Rechnung tragen. Das heißt, zeitgemäßer Komfort, mehr Privatsphäre als früher, gerade bei den Liegewagen ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Aber es sind die ersten Nachtzüge, die es auch ermöglichen, Fahrräder mitzunehmen. Ein Aspekt, der vielen unserer Kundinnen und Kunden wichtig war. Ja, und gemeinsam mit Designbüros und Siemens haben wir hier diesen neuen 7-teiligen Nightjet entwickelt. Ich glaube, das Interieur ist modern, mit einer österreichischen Note. Das war uns wichtig, wie gesagt, österreichische Gastlichkeit durch ganz Europa. Die Schlafwagen haben alle Abteile, eine eigene Toilette und eine Duschmöglichkeit. In den Liegewagen sind die Abteile mit maximal 4 Personen zu belegen. Und zusätzlich gibt es in den Liegewagen erstmals sogenannte Minisuiten für Alleinreisende, die ein Stück weit mehr an Privatsphäre ermöglichen. Ja, und dazu ein kostenfreies WLAN, das wir im Railjet bereits anbieten, jetzt auch in der Nacht, wenn man wirklich während der Nacht sozusagen das Internet nutzen möchte. Ich persönlich schlafe lieber, aber es gibt ja vielleicht auch Fahrgäste, die das so nicht wollen. Ja, aktuell läuft die Produktion für diese 13 siebenteiligen Garnituren. Wir werden mit Ende 2022 unseren Italienverkehr, also nach Venedig, nach Rom und nach Mailand, von München und von Wien ausgehend, auf diese neuen Züge umstellen können. Und ja, wir würden gerne 20 neue Nachtzüge bestellen. Ich glaube, Siemens hat nichts dagegen. Freut uns. Ich glaube, damit können wir einen Meilenstein, einen Stern in das Bahnuniversum setzen und unsere Rolle als Marktführer
hier stärken. Ich darf mich an der Stelle auch ganz herzlich bedanken für den Rückhalt. An erster Stelle bei dir, Frau Bundesministerin Gewessler, für den wirklich starken und ehrlichen Rückhalt für dieses Produkt. Auch nicht immer leicht, ich weiß das. Auch wir sind belächelt worden damals, wie wir gesagt haben, wir probieren es mit den Nachtzügen. Aber auch einen ganz herzlichen Dank an unseren Partner Siemens für die gute Zusammenarbeit und im Speziellen auch einen herzlichen Dank an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier unten stehen und das Produkt feiern können. Es klingt und schaut alles jetzt so einfach aus, aber wenn man bedenkt, dass man viele, viele Jahre vorher hier planen und konzeptieren muss, kann ich nur sagen, herzliche Gratulation, bitte macht's weiter so, ihr seid Teil und Grundstein dieses Erfolges. Dankeschön. Danke, Herr Mathé, für die ganz klaren Worte und für den großen Ausbauwillen, den Sie und das Team für die Nachtzüge haben. Aber die Nachtzüge kommen ja von Siemens. Und ich begrüße auch den CEO von Siemens Mobility, Herrn Peter, bei uns. Und diese neuen Nachtzüge haben natürlich deutlich mehr Features. Das ist ein wirklich modernes Produkt. Können Sie uns etwas mehr davon erzählen, warum die so toll sein werden und auf was wir uns auch wirklich freuen dürfen? Ja, sehr gerne. Sehr verehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Mathé, liebe Damen und Herren, auch ich möchte Sie herzlich begrüßen und bedanke mich natürlich für das Rieseninteresse an diesem Zug. Das geht ja weit über Österreich hinaus. Ganz Europa stellt uns Fragen diese Tage. Der neue TEE wird diskutiert, der Trans-European Express. Und natürlich geht es darauf zurück, was Sie sagten, wie wollen wir denn CO2-neutral uns bewegen in der Zukunft. Es geht also um mehr als nur diesen schönen Zug. Ich glaube, zu der Optik muss ich nicht viel sagen. Die Optik überzeugt. Aber im Wesentlichen wollen wir natürlich die Fahrgäste gewinnen, sodass sie auch gerne mit diesen Zügen fahren. Und da spricht dieser Zug für eine ganz neue Qualität im Transport durch Innovation. Lassen Sie mich vorab auch erwähnen, dass wir bei Siemens uns sehr freuen, dass wir Partner der ÖBB sind mit diesem Projekt. Denn mit der ÖBB haben wir eine Tradition, Innovationen in den Markt zu bringen und neue Dinge zu tun. Und da kommt halt vieles zusammen. Da braucht man einen Kunde, der begeistern möchte mit Transport, und man braucht natürlich eine lokale Entwicklungsstätte, man muss mit Universitäten zusammenarbeiten und all das hier kommt zusammen. Wir haben zusammen den Railjet im Intercity-Verkehr eingeführt und er ist der Maßstab für viele Bahnen geworden. Heute haben wir beim Frühstück noch über die ungehörte Laufruhe des Railjet gesprochen. Der Nightjet wird da nochmal einen oben drauf setzen, darf ich jetzt schon sagen. Wir haben die Vectron als Lokomotive eingeführt, denn die OBB spielt ja auch bei dem Thema Transport der Güter eine große Rolle. Auch da geht es darum, diese CO2-neutral zu bewegen. Nicht vergessen möchte ich den CityJet Eco, der neue Maßstäbe gesetzt hat, wenn es darum geht, Regionalverkehr auf der Schiene mit der Batterie zu bewerkstelligen, also weg vom Diesel. Oder schließlich, wird nicht so oft erwähnt, den Infrastrukturbereich, wo wir mit dem Stellwerk in die Cloud gegangen sind, bedeutet also keine Hardware mehr, keine Ersatzteile, wo wir 40 Jahre alte Systeme nachbauen, sondern wir können uns darauf konzentrieren, was Bahnfahren Spaß bringt, nämlich den Durchsatz zu erhöhen, die Effektivität zu erhöhen, Verkehrsverzögerungen auszuschließen. All das sind Dinge, die wir mit der EBB zusammen pioniert haben und darauf sind wir stolz und auch enorm dankbar. Warum Sie diese Züge, die hinter uns stehen, eine neue Dimension? Ich möchte auf einige Themen da kurz eingehen. Zentrales Element sind natürlich die Schlafkapseln, die den Passagieren private Rückzugssphäre und persönliche Sicherheit bieten. Also die Liegeplätze sind individuell verschließbar, auch individuell regulierbar mit Air Conditioning, mit Luft, sodass sich jeder seine eigene Wohlfühlkapsel, seine eigene Wohlfühloase schaffen kann. Es war durchaus eine Herausforderung, das möchte ich nicht verheimlichen, die vielen Anforderungen an verschiedene Konzepte, die ja in diesen verschiedenen Versionen der Züge, es gibt sie als Tagzug, als Nachtzug, als Bistro, als Liegewagen, als Schlafwagen einzubauen. Und so haben wir diese Chance genutzt, eine ganz neue Plattform von Waggons zu entwickeln und nicht nur ein bisschen weiterzuentwickeln. Und dafür steht der Zug, den Sie hier heute das erste Mal sehen. Viele andere Dinge sind eingebaut worden, die das Reisen komfortabler machen werden. Am ehesten wird man sofort bemerken, dass es einen barrierefreien Zustieg geben wird.
Das heißt, diese Plattform erlaubt sowohl den Einstieg in die höheren Bereiche, aber auch in niedere Bereiche ohne jede Barriere. Sei es nun, weil man ein bisschen langsamer gehen will, weil man Kinder dabei hat oder weil man eben nicht mehr so flink im Treppensteigen ist. Die Züge werden ausgestattet sein mit WLAN und haben grundlegende Innovationen eingebaut, wie zum Beispiel besondere Fensterbeschichtungen, die es erlauben, dass 4G-Netze, 5G-Netze problemlos auch in das Innere kommen, sodass die Verbindung nach außen nicht abreißt. Auf ein Thema möchte ich eingehen, das Thema Nachhaltigkeit, Laufruhe. Wir haben zusammen mit der Universität Graz ein komplett neues Drehgestell entwickelt. Das Drehgestell ist immer eine Schlüsselkomponente bei diesen Zügen, wenn es um das Thema Laufruhe geht. Wir haben es hier geschafft, das Gewicht des Drehgestellrahmens um 40% zu verringern. Und das sind natürlich Dimensionen, die schafft man nur mit modernsten Entwicklungsverfahren, denn wir bauen seit 100 Jahren bauen wir Züge. Und wenn man da in einer Generation 40% Gewicht rausnimmt, dann ist das ungeheuerlich. Warum ist das so wichtig? Weil natürlich der Drehgestellrahmen direkt am Rad ist und nicht so gut gefedert ist wie der Innenraum. Das heißt, es hat massive Auswirkungen auf Geräusch, auf Laufruhe, auf Geräusche außerhalb der Anwohner, wo diese Züge vorbeifahren. Aber natürlich möchten wir am Ende ja auch schlafen können in diesen Zügen. Da also auch ein großer Dank an die Universität Graz und an unser Fahrwerkscenter in Graz. Ja, die Züge sind siebenteilig, lassen sich beliebig zusammenstellen, hatte ich eben schon erwähnt. So wird er auch auf vielen verschiedenen Strecken fahren. München, Innsbruck, Verona wird als Tagzug verkehren. Viele Nachtverbindungen sind angedacht. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch eine letzte Bemerkung. Die vielen Innovationen des Zuges sind natürlich kein Selbstzweck. Sie dienen dem Ziel, das wir alle teilen. Und das ist letztendlich die Position des Eisenbahnverkehrs in Europa zu stärken. Die Mobilitätsbranche ist im Umbruch und wir alle wollen ja, dass wir in Zukunft uns genauso viel bewegen können wie in der Vergangenheit, aber wir wollen es eben sauber tun. Und Nachhaltigkeit ist insofern das alleroberste Ziel, um die Menschen auf die Schiene zu bekommen. Und es geht letztlich ja nicht um weniger darum, als unseren Planeten zu schützen und weiterhin das Leben leben zu können, das wir leben wollen, nämlich zu verreisen, Städte zu sehen, Verwandte zu besuchen, Geschäfte auszuführen. Und dazu wird der Nachtjet einen großen Beitrag leisten, wenn es darum geht, in Zukunft unsere Städte miteinander effektiv zu verbinden. Und ich glaube, das ist das große Bild und das ist der Riesenbaustein, der hier heute gesetzt wird. Und darauf freue ich mich und freue mich auf die Zukunft gemeinsam mit der ÖBB. Und vielen Dank an die Politik für die Unterstützung der Verkehrswende, die doch, glaube ich, der zentrale Punkt für unsere Gesellschaft, einer der zentralen Punkte sein wird. Vielen Dank. Dankeschön, Michael Peter, Frau Minister, Herr Mathé. Liebe Kollegen von den Medien, es ist natürlich eine Pressekonferenz hier und auch wenn es virtuell ist, haben Sie natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wie im Vorfeld angekündigt, bitte unter kommunikation@obb.at. Ich bekomme die Fragen dann hierher aufs iPad und werde es dann an die Herrschaft an der Bühne stellen. Thomas Babic von Railway AZ International hat schon vorab eine Frage eingesandt. Und da möchte ich ganz gern vom Herrn Mathé wissen, was sind die neuen Strecken, die die ÖBB, abgesehen jetzt von dem neuen Produkt hier, in Zukunft aufnehmen wird. Er hat schon gehört, dass es nach Paris gehen wird. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen. Und was geht eigentlich dann in den nächsten Jahren noch? Ja, ich glaube, wir werden hoffentlich heuer ein Feuerwerk an neuen Nachtzügen abbrennen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Sofern die Reisebestimmungen es zulassen, wollen wir im April unsere Nachtzuglinie von Wien und Innsbruck nach Amsterdam eröffnen und im Dezember können wir, glaube ich, unseren Traum erfüllen und von Wien eine Linie nach Paris anbieten, die mir insbesondere deshalb so gut gefällt, weil sie Wien, München, Straßburg, Paris verbindet. Das heißt, wir haben damit die Möglichkeit, beide europäischen Zentralen de facto auch mit Nachtzügen entsprechend zu erschließen. Ja, und wir können dank der Kooperation mit der Schweizer Bahn auch Zürich als sozusagen Nachtzug-Hub weiter stärken. Und auch hier wird dann in der weiteren Folge werden Verbindungen Richtung Hamburg, Berlin, respektive Richtung Amsterdam initiiert. Herr Peter, wir wissen ja, dass bereits ab Ende 2022 die Züge dann im Einsatz
sein werden. Können Sie uns vielleicht kurz die nächsten Milestones bis zum Einsatz erklären? Was sind so die nächsten Schritte, mit denen wir jetzt in der Betriebnahme, in der Fertigung rechnen werden? Wo können dann die medieninteressierten Medien die nächsten Steps praktisch nachverfolgen? Wir sehen ja, der Innenausbau ist noch nicht ganz Erfolg, da steht ja auch noch an. Naja, Sie haben es gerade gesagt, erstmal wird der Zug von innen ausgebaut werden natürlich. Sie können rückwärts rechnen, er soll zum Fahrplanwechsel 22 eingesetzt werden. Das heißt, die ÖBB braucht ihn im Spätherbst 22 zu den letzten Erprobungsfahrten. Die ersten Züge werden wir noch in diesem Kalenderjahr auf den Schienen sehen. Insofern hoffe ich mal, wir haben noch mal ein genauso schönes Event, wenn man den Zug von innen angucken kann. Denn da wird er wirklich glänzen und völlig neue Maßstäbe setzen. Dankeschön. Frau Minister, die Kronenzeitung hat eine Frage gestellt, die ein bisschen abweicht vom Nightchat, aber natürlich auch ein wichtiges Thema bei Ihren Projekten anspricht, das 123 Klimaticket. Da ist das Interesse, wo stehen wir gerade, was sind die Milestones, wann können wir mit der Einführung des 123 Klimatickets in Österreich rechnen? Ich habe vorher schon erwähnt, wenn wir die Mobilitätswende schaffen wollen, dann müssen wir auf allen drei Säulen aktiv sein, bei der Infrastruktur, im Angebot und beim Ticket, damit der öffentliche Verkehr die bequemste, die einfachste, die leistbare Alternative ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir brauchen Europa für eine zukunftsfähige Bahn, aber wir haben auch nationale Aufgaben. Was machen wir in Österreich? 123 Klimaticket für alle internationalen Zuseherinnen und Zuseher. Das ist ein Ticket, wo man umgerechnet 1 Euro pro Tag in einem Jahresabo ein Bundesland in Österreich bereisen kann, alle Verkehrsmittel um 2 Euro die Region, 2 Bundesländer um 3 Euro pro Tag, also 1095 Euro jedes öffentliche Verkehrsmittel für ein Jahr in Österreich nutzen kann. Das heißt, jeden Zug, jede BIM, jede U-Bahn, jeden Bus in ganz Österreich. Damit wird der öffentliche Verkehr so einfach, so bequem, so unkompliziert, wie man sich es nur vorstellen kann. Daran arbeiten wir intensiv. Die österreichweite Stufe, die Dreierstufe, haben wir mit meinem Amtsantritt sehr, sehr intensiv vorbereitet. Gleichzeitig parallel dazu auch die Bundesländerstufen. Wir haben mit der Österreichstufe die ersten Verträge mit Bundesländern bereits unterschrieben, mit Vorarlberg, mit Tirol, mit Salzburg. Die nächsten Bundesländer folgen auch in den nächsten Wochen. Das heißt, wir sind hier sehr, sehr gut auf Kurs, dass wir 2021 die österreichweite Stufe des 123 Klimatickets auch tatsächlich in der Umsetzung haben. Wird sich nicht ganz ausgehen mit dem Nightchat. Wir sind früher dran, aber wir werden auf jeden Fall uns auch für diese erste Fahrt mit dem 123 Klimaticket dann auch was Schönes überlegen. Sehr schön, vielen Dank. Herr Matthäber, eine Frage zum Thema internationale Kooperationen. 2016, als die anderen aus dem Nachtzuggeschäft mehr und mehr ausgestiegen sind, haben die ÖBB es alleine aufgebaut. Jetzt kommen andere Partner dazu. Wie wichtig ist das? Braucht die ÖBB andere Partner oder schaffen die ÖBB das sowieso ganz alleine? Also ich bin ja von der Tradition her Eisenbahner, lang, jahrzehntelang sozusagen in dieser Branche tätig. Und ich habe gelernt, dass man bestimmte Geschäfte nur miteinander sinnvoll erfüllen kann. Und gerade beim Nachtzug ist es ein Produkt, das sehr gut davon lebt, wenn es in Kooperation erstellt wird. Es vernetzt und verbindet Europa im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb ist mir das auch persönlich wichtig, dass hier die einzelnen Nationalbahnen, die Staaten hier zusammenarbeiten, um wieder ein stabiles, tragfähiges Nachtzugnetz in Europa errichten zu können. Also das haben wir nicht neidig, denn reich wird man davon nicht, aber es ist ein ganz wichtiger Beitrag im Sinne des Klimaschutzes, im Sinne von ökologischen, aber auch bequemen Reisen quer durch Europa. Frau Minister, bitte. Ich möchte die europäische Dimension aufgreifen. Wir haben dieses Jahr das europäische Jahr der Schiene. Und ich glaube, es ist unser aller Auftrag, wie wir hier stehen, aber auch alle, die in politischer Verantwortung sind, aus diesem europäischen Jahr der Schiene auch wirklich Rückenwind für die Schiene zu generieren. Und gerade im Personenverkehr, gerade bei den grenzüberschreitenden Verbindungen haben wir wirklich gut zu tun. Auch im Güterverkehr viele Themen, die wir angehen
können. Das reicht vom einfacheren Ticketing bei den Bahnen bis hin eben zum Ausbau der Nachtzugverbindung. Ich kann eines bestätigen, die Kollegen, Kolleginnen schauen auf Österreich. Das Nachtzugnetz der ÖBB ist ein Vorzeigeprojekt, das ich auch gern und über das ich auch gern durchaus mit Stolz in Brüssel erzähle und wo es viel Interesse gibt, auch von unseren Erfahrungen zu lernen und auf das aufzubauen. Mit dem Europäischen Jahr der Schiene können wir da noch ein bisschen Rückenwind geben dafür. Bleiben wir gleich beim Thema international. Wie international unser Publikum hier ist, wir haben eine Frage von Back on Track Belgium an den Herrn Mathé. Gibt es denn Fahrradabstellplätze in den Zug? Es gibt immer wieder von vielen unseren Fahrgästen der Wunsch, auch das Fahrrad mitzunehmen bei einer Fernreise. Das ist nicht in jedem Nightjet zurzeit möglich. Wie sieht es hier aus? Es ist generell so, dass die neuen Nachtzüge die Möglichkeit haben, hier Fahrräder mitzunehmen. Das ist eine, in der Tat eine Innovation, die es so in Europa nicht gibt. Dasselbe gilt übrigens auch für die Tagzüge. Wir haben in Europa uns umgesehen. Es gibt ganz, ganz wenige Bahnen, die auch Hochgeschwindigkeitszüge mit Fahrradtransport anbieten. Die ÖBB tut das und wird es auch weiter ausbauen, schlicht und einfach, weil unsere Kundinnen und Kunden das wollen. Daher werden wir es auch entsprechend anbieten. Nicht nur die Belgier sind da, auch Airliners.de, auch die haben Interesse am Nachtzug. Da geht es darum, was für eine Kapazität hat so ein Nachtzug und inwieweit kann ein Nachtzug dann zum Beispiel auch bestimmte Kurzstreckenflüge oder Mittelstreckenflüge sogar mit Nachtzuggeschäft ersetzen? Frau Minister, Herr Mathé, wer möchte? Ich beginne vielleicht und die Zahlen können wir dann ergänzen. Ich bin überzeugt davon, wenn wir Mobilitätswende ernst nehmen, wenn wir klimafreundlichen Verkehr ernst nehmen, dann gibt es einzelne Bereiche in der Mobilität, die ganz besonders gefordert sind. Und da ist die Luftfahrtindustrie ohne Zweifel eine davon. Wir stehen vor großen Herausforderungen in der Branche selbst, CO2-Ausstoß zu senken, klimaneutral zu werden. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, ein Kernelement davon wird sein. Wir müssen gerade auf der Kürzest- und Kurzstrecke auf die Bahn verlagern. Und da haben wir gerade im Herzen Europas Alternativen, da haben wir attraktive Angebote. Eine zweite Entwicklung, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, Corona ist eine Zäsur. Und Corona ist eine Zäsur in vielerlei Hinsicht und es ist auch eine Zäsur in Richtung Digitalisierung. Und ganz, also wir werden uns auch anschauen müssen, wie sich gerade das auswirkt auf die üblichen Kurz-Kürzes-Streckenflüge für ein kurzes Meeting nach München oder einen 1-Stunden-Termin nach Brüssel. Ich bin überzeugt davon, ganz viel davon wird nicht nur durch den Zug ersetzt werden, sondern auch durch digitale Angebote ersetzt werden. Also das heißt, das wird sich verändern. Der Zug wird insbesondere im Herzen Europas eine gute und eine sinnvolle Ergänzung und in vielen Fällen auch Alternative sein. Und darauf arbeiten wir hin. Ja, ich mache mal es einfach. Ein Nachtzug ersetzt jedenfalls das Frühflugzeug nach Brüssel, nach Paris oder nach Hamburg. Also das schafft er allemal. Aber ich sage auch dazu, wie die Frau Ministerin es gerade gesagt hat, natürlich ist es nur ein Element davon, denn gerade auf Distanzen mit 4 Stunden Fahrzeit, 4,5, 5 Stunden, ist der Zug die bessere Alternative fürs Reisen, weil du am Ende des Tages mitten in der Stadt ankommst und die doch immer weiter werdenden Anreisen zu den Flughäfen die ersparst und somit bist du zeitgleich unterwegs, aber vom ökologischen Standpunkt bei weitem besser und für mich persönlich gesagt, es ist auch ein bisschen bequemer, denn 2 Meter in ein Flugzeug hineinbringen ist auch nicht immer nur ein Vergnügen. Eine technische Frage von Eisenbahn Österreich von Sebastian Reisinger. Herr Peter, was ist die Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges? Wie schnell kann der fahren? Die Höchstgeschwindigkeit? Höchstgeschwindigkeit, ja. Die Waggons, also diese Züge sind zugelassen auf 230 Stundenkilometer.
Kann man sich ausrechnen, 10 Stunden in der Nacht, wie weit man da kommen könnte. Ich glaube, viel von dem, was gesagt wurde, spielt da rein. Es ist halt auch eine Frage, wie ich Städte verbinden möchte. Sicherlich, Sie sagten es, Herr Mathé, werden viele Züge eher das Kriterium haben, man möchte morgens um 7 ankommen als nachts um 3. Also ist die Geschwindigkeit so einzustellen, dass man die perfekte Verbindung schafft. Eine Frage zum Streckennetz. Sie bauen ja sehr, sehr viel diese täglichen Destinationen aus, also Destinationen, wo wir täglich fahren. Es gab früher auch sehr viele Sommerdestinationen nach Italien zum Beispiel, von Österreich, von Deutschland. Gibt es da Pläne, diese wieder aufleben zu lassen? Also da würde ich es jetzt mit Rudi Carrell halten. Lassen Sie sich überraschen. Also bedeutet ja, wir überlegen auch solche Dinge wieder ins Angebot aufzunehmen. Sage aber auch dazu, da brauchen wir entsprechend weitere Waggons. Und da ist derzeit in Europa sozusagen der Pool relativ leer. Aber mit diesen neuen Zügen kriegen wir auch wieder neue Opportunitäten. In eine ähnliche Richtung die Frage von Christoph Müller von DVV. Werden zukünftig nur noch die neuen Nightjet-Generationen im Einsatz sein oder wie sieht das mit den Bestandswagen aus? Werden die auch weiterhin auf den Schienen in Europa zu sehen sein? Also wir werden auch die Bestandswagen weiterhin verwenden. Wir sind leider ja noch kein vereintes Europa im Eisenbahnwesen. Das heißt, das würde bedeuten, weitere Zulassungen, die doch etwas an Zeit bedürfen. Insofern setzen wir auch die bestehende Fahrzeugflotte weiter ein, weil die zum Beispiel schon die Zulassung haben. Monika Graf von den Salzburger Nachrichten, eine Frage an die Frau Ministerin noch. Sie möchte vielleicht ein Detail wissen zu diesen 500 Millionen, von denen Sie gesprochen haben. Sie meinte, für welchen Zeitraum gelten diese 500 Millionen? Also der Aufsichtsrat der ÖBB kann da gleich übergeben, dann wieder an den Herrn Mathé, hat den Grundsatzbeschluss für diese Investition bereits getroffen. Den Zeitrahmen, wann der Abruf stattfindet, glaube ich, ist gerade in Verhandlung. Ich glaube, die werden wir nicht live hier führen, aber vielleicht können Sie was sagen dazu. Also wir unterhalten uns. Ich hätte einen Stift dabei. Wir unterhalten uns natürlich über diese Zahl. Wir haben noch das eine oder andere Land an Zulassung, wo wir sozusagen noch Diskussionsbedarf haben, Stichwort Holland. Möchte ich hier noch erwähnen oder sozusagen auch in Italien noch ein paar Übungen. Aber wir haben vor, ja unser Nachtzugnetz bis 2024 zu erweitern. Insofern ergibt sich daraus eine Logik, dass wenn die 13 Züge fertig gebaut sind, sollten wir nahtlos die 20 Züge bauen, damit wir pünktlich das Nachtzugnetz erweitern können. Und mein neuer Traum ist ja, von Zürich nach Barcelona zu fahren. Und das geht nur, wenn entsprechend die Nachtzüge auch produziert sind. Ich glaube, wir haben ja damals auch veröffentlicht, dass der Rahmenvertrag über 700 Einheiten war. Und der Abruf, über den wir jetzt hier gerade im Hintergrund sehen, sind 20 Züge mit je 7 Fahrzeugen, also 7 Teile, also ungefähr 150 Fahrzeuge. Das heißt, da gibt es noch sehr viel Spielraum. Und in der Tat sprechen wir aber im Wesentlichen, oder die ÖBB spricht mit uns darüber, in welche Länder sie noch fahren wollen. Und ja, da stehen wir heute. Frau Ministerin, meine Herren, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Liebe Kollegen von den Medien, vielen Dank für die vielen Fragen. Ich habe noch einige Fragen hier, die werden im Nachgang beantworten werden direkt, aber einige Wunschdestinationen, vielleicht darf ich die zum Schluss noch von den Journalisten anbringen. Eine Kollegin möchte ganz gern eine Verbindung wieder von Zürich über Dresden nach Prag haben. Und ein großer Wunsch ist, warum es doch nicht mal wieder vom europäischen Festland Nachtzüge nach London gibt. Das sind jetzt die Fragen, die wir, glaube ich, offen lassen und noch nicht ganz final beantworten können. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme, dass Sie bei uns heute waren und ich hoffe, dass wir bald gemeinsam mit den ersten neuen Nachtzügen quer durch Europa fahren dürfen. Herzlichen Dank für die Teilnahme und einen schönen Tag hier aus Wien.